Ja, nicht ganz, aber so weit weg ist jetzt auch nicht. Ich guck einmal, ob ich was finde. Da, wir waren ja, das ist die Stinkgaspassage, alles klar. Ja, da waren wir ja eben erst. Sehen Sie nach einem Fall. Hier runter geht's. Und da runter geht's. Und da durch geht's. Zwischendurch gucken, weil wenn wir zwischendurch was finden, dann sind das Dinge, die wir hinterher nicht mehr suchen müssen. Weisheit des Tages und so. Revelio. Was zur Hölle? Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen seit... Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Also kein Vielen Druck. Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Mhm. Dass Sie Mr. Ollivander halfen, einen Zauberstab wiederzufinden. Mhm. Woher? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu Ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf. Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Jetzt hätte ich es gerne komplett. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Scheint, als hätten Sie Ihr Handbuch beinahe vervollständigt. Sehr gut gemacht. Wie schön, dass Sie so gut vorbereitet sind, denn Ihre ZAGs stehen bevor. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor. Für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Damn! Jetzt hätte ich das gerne komplett gehabt. Naja, wir holen das nach, aber wahrscheinlich wird uns dann jetzt hier ein Dialog fehlen. Das ist schade. Revelio. Sie hätte uns ja auch mal einen Hinweis geben können, was noch so alles fehlt, ne? Aber nein, natürlich. Hinweise, Wegweiser, sowas gibt's hier nicht. Muss sie alles selber finden. Ist das das Motten-Ding, was verbuggt war? Ja, ja, das ist es. Okay, ich würde sagen, ich mache dann jetzt tatsächlich mal wieder eine Aufnahmepause. Ich gucke bei den zwei oder drei Gebieten, die es jetzt waren. Ich muss mal gucken, was wir da noch genau zu sammeln haben. Nehmen wie üblich alles aus, braucht eure Tränke, etc. pp., was halt so anfällt. Wie ist jetzt unsere nächste Hauptquest? Das würde mich noch interessieren. Der Hauspokal. Begib dich zur großen Halle. Nein. Nein, nein, wirklich nicht. Ich möchte wirklich erst noch den Rest zusammensammeln. Wir können aber identifizieren. Schon mal wieder. Okay, der Schal ist besser, alles andere nicht. Beenden wir die Aufnahme so, wie wir sie begonnen haben. Und es sieht aber tatsächlich sehr gut hier aus. Inzwischen Handbuchseiten 97%. Der Wünsche, da fehlt noch Zauberanweisung für Beschwörung. Okay, die müssen wir einfach kaufen gehen. Ja, das ist ja kein Thema. Erkundung. Überreste alter Magie, da fehlt noch einiges. Bringe Balance zum Platzen. Da können wir was mitnehmen. Landeplattform haben wir noch nicht alle.
Sternbilder fehlen noch ein paar. Und hier haben wir aber Geheimnisse von Hogwarts quasi abgeschlossen. Aufträge. Da gibt es noch den Schal. Und hier Neben- und Beziehungsaufträge. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt machen können, weil wir ja die eine Quest haben, die Haustruhe, die wir leider überhaupt nicht abschließen können. Das ist ein bisschen ein Problem. Und, wisst ihr was? Wir machen mal eben noch was. Bevor wir hier das so beenden, wir machen noch keine Pause, wir machen erstmal das Archeo-Duell noch. Dann ist das nämlich weg. Machen wir das eben mal noch in dieser Aufnahme. Oder auch nicht? Achso, wir müssen warten. Ja, dann warten wir. Ja, dann. Auf geht's. Hallo. Bist du fürs Akio-Duell hier? Ja. Erwarte hier nicht so viel Glück wie in den gekreuzten Stäben. Apropos, willst du eine Runde verlieren? Spielen? Boah, ist die arrogant. Wir müssen Slytherin sein. Natürlich, Charlotte. Möge der beste Beschwörer gewinnen. Die ziehen ins Zentrum, Akio. Ja. Okay, das könnte fies werden. Gucken genau, wir mal. Wie geplant. Ja. Das hier ist natürlich sehr verlockend, wenn der anzieht und hier auf 50 Punkte steht. Aber gut, wir gucken erstmal. Wenn der in die Richtung zieht, dann müssen wir den wahrscheinlich so ein bisschen hierhin anstrengen, damit der weiterkommt. Aber wir versuchen es einfach mal. Ja. No. Okay. Welch Eleganz. Raffiniert. Das war ein bisschen zu lang, aber... Sehr gut. Ja. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt mit den Dingern. Okay. Ja, das gewinnen wir genau nicht mehr. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann machen wir das gleich halt eben nochmal. Ach hier. Soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. So nicht. Genau wie geplant. Ja, das haben wir leider verloren. Aber dann machen wir es eben nochmal. Das kriegen wir schon hin. Ja, das haben wir sowas von verloren. Welch Eleganz. Raffiniert. Hat total. Ich nicht gesagt, ich liebe Konkurrenz? Ja, aber das war keine Konkurrenz. Das war komplett lächerlich. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Oh ja, definitiv ja. Auf jeden Fall. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. Ja, dann leg mal vor. Wie geplant. Dann fangen wir mit dem da an, in der Hoffnung, dass wir ihn an allem vorbeibringen können. Ach hier. Na, das war nicht so gut. Nette Technik. Akio. Spielt die gerade absichtlich genau, schlecht? Das war zu lang. Ja, das passt noch, okay. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Akio! Ja,
Genau wie geplant. Sie hat jetzt halt ernsthaft viel schlechter gespielt als beim letzten Mal, oder meine ich das nur? Ach hier. Nette Technik. Oh, du bist gut. Ich habe das Gefühl, sie hat mich gewinnen lassen. Das ist aber nicht gut. Ich kann zugeben, wenn ich geschlagen bin. Wo hast du gelernt, so zu spielen? Reine Intuition, Übung. Naja, wir haben es zweimal gemacht, also Übung. Ich übe so oft wie möglich. Übung, was? Kann ich ja mal probieren. Tja, jetzt bleibt nur noch ein letzter Gegner. Ich will nicht zu viel verraten, aber er ist nicht ohne Grund der Beste. So, bestimmt der Lehrer, oder? Wie hieß er nochmal? Es fällt mir wieder ein, wenn ich ihn sehe. Okay, aber wir haben das Akio-Duell gemacht. Ja komm, dann streifen wir jetzt nochmal ganz kurz hier vorne rum, ob wir noch was finden, das wir mitnehmen können. Einfach nur so, weil dann ist gleich sowieso Schluss hier. Ich passiert sonst nichts mehr. Da können wir was knacken, wie es aussieht. Da geht's irgendwie rein. Ich weiß nur noch nicht wie. So einfach. So geht's hier rein. Da steht ein Testral rum. Warum auch nicht? Da steht noch ein Testral rum. Warum auch nicht? Gut, das sind wahrscheinlich die, die die Kutschen ziehen, gehe ich mal von aus. Hallo, dann Humor. Können wir hier knacken. Da oben. Jetzt bleib doch mal da. Da ist noch ein Testral. Da ist auch noch ein Testral. Und da ist eine Seite. Blutiges Fleisch. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als müsse man hierfür die Behörden benachrichtigen. Aber keine Sorge, es ist nur blutiges Fleisch als Futter für die Testrale und neuen Schüler. Sehr gut. Tatsächlich direkt noch eine Seite. Oh, da oben gibt es noch eine Seite und ein Kommen wir da so hoch? Kein Zugriff mit Besen oder Reittier. Ja, doch schon. Hallo, das ist Humora. Ja easy. Es ist jetzt halt nur die Frage, ob wir irgendeinen Weg nicht mitgenommen haben, wo auch noch Dinge liegen. Das müssen wir dann später nochmal inspizieren. Da können wir was fliegen lassen. Und es gibt eine Seite dafür. Und ein weiter Schein mit Hauswaffeln. Da ist eine Seite. Da sind veredelte Duellierhandschuhe. Da gibt es eine Augentruhe. Revelio. Die bringt uns. Da ist noch ein. Da kann man anzünden. Komm, trink! Ja. Ach hier! Immer noch eine Seite. Was ist. Da können wir auch noch knacken. Was ist das Blach? Das ist wieder so ein Mottengemälde. Das. Hallo, Humora. Was wollte er da gerade kommentieren? Und ist nicht dazu gekommen, weil ich schneller war mit Schlossknacken? Ach was. Ja, natürlich, es ist gerade Tag, weil wir haben wegen des Akio-Duells gewartet. Dann warten wir jetzt wieder. Du gehörst mir, Demigais. Richtig. Will mal gerade was ausprobieren. Wenn ich draußen bin. Revelio. Jetzt sehen wir ihn, okay. Auch durch die Mauer. Das wollte ich nur wissen. So, da war noch so ein Mottengemälde. Da geht's doch bestimmt hier rein, oder? Ja, und da können wir auch direkt knacken. Hallo, Humora.
Okay, dann haben wir hier eine Truhe und da ein Gemälde. Oben, Turm, Bäume am Wasserfall. Das kriegen wir hin. Turm, Turm, Wasser fließt da. Rebellion. Da ist es schon. Lumos. Sehr gut. Dann gibt es ja gleich noch eine Seite. Manchmal geht's halt Schlag auf Schlag und manchmal sucht man halt eine Stunde und findet nichts. Ganz normal. Wo war's? Da war's. Na. Haben wir das? Wie viel fehlt uns denn jetzt hier vorne noch? Nee, nicht große Halle. Glockenturm. Glockenturm. Eine Truhe. Zwei. Hey. Eine Truhe, zwei Seiten und ein Astronomiealtar. Ich würde den Astronomiealtar gerne finden. Rebellion. Da. Da ist der Altar. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Ja, meinst du nur? So müsste es sein. Ja, natürlich ist das ein Phönix. Warum auch nicht? Ganz klar. Rebellion. So, haben wir den. Das heißt, eine Truhe, zwei Seiten. Das wird eine Katastrophe, wird das. Aber man bekommt halt wirklich, also durch diese Sammlungsquests bekommt man halt wirklich viel vom Spiel zu sehen. Von daher mag ich das eigentlich durchaus sehr. Auch wenn ich finde, dass, ich habe das schon mal angesprochen, als wir den Schokofrosch gefunden haben, dass ich Schokofrosch-Sammelkarten tatsächlich als Sammelgegenstand auch selten gefunden hätte. Mit entsprechend Trivia zu den jeweiligen Leuten, die da abgebildet sind. Natürlich kann da kein Albus Dumbledore drauf sein, weil das ist ungefähr 50 Jahre zu früh. Aber trotzdem, hätte ich schön gefunden. Da können wir noch was knacken und da sind ein paar Truhen drin. Vielleicht ist ja eine davon die, die wir suchen. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine Seite da. Ah, da war's. So ein Nicolas Flamel könnte zum Beispiel schon drinstehen. Rebellion. So, Schal mit goldenem Schnatz. 67 Galeonen. Liebes Tagebuch. Mit jedem Tag wird es schwieriger, eine tapfere Miene aufzusetzen, während ich mich um mein geliebtes Hogwarts kümmere. Täglich, so scheint es, stolpere ich über eine weitere Demigeist-Statue. Wer steckt dahinter? Wem habe ich so viel Unrecht getan, dass man mich jetzt mit diesen abscheulichen Dingen quälen muss? Ich bin am Verzweifeln. Seit ich dieser schrecklichen Kreatur in Hogsmeade begegnet bin, kann ich nicht mehr schlafen. Und ich fürchte, diese verflixten Statuen lenken mich nicht nur von meinen Pflichten ab, sondern ich sehe ohne die nötigen 8 bis 9 Stunden Schlaf auch ziemlich mitgenommen aus. Ich muss standhaft bleiben. Wenn ich schwanke, wen sollen die Schüler dann in diesen magischen Hallen um Rat fragen? Hogwarts würde sicherlich in völliges Chaos verfallen, wenn ich meinen Posten auch nur für einen Tag verlassen würde. Ich muss stark bleiben. Für die Schüler. Für Hogwarts. Die angesehenen Schriften von Gladwin Moon. Rebellion.
Ja, wir wussten natürlich quasi im ersten Satz, von wem es ist, aber die angesehenen Schriften ist natürlich auch, da ist tatsächlich unsere Sammlungstruhe. Wir brauchen nur noch zwei Seiten hier. Richtig? Richtig. Die werden eine Katastrophe. Können wir? Rebellion. Wir können fliegen. Da können wir aber nicht landen. Moment. Spann dich mal. Da wollte ich landen. Da ist eine Truhe. Ja, genau da solltest du landen. Das ist sehr gut. Nicht identifizierter Gegenstand. Korb. Wir finden hier noch richtig Kram. Keine fliegenden Seiten. Wie es aussieht. Also ich sehe nichts Blaues fliegen hier. Da unten am See könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass noch eine Seite ist. Nein, ist aber nicht. Das hätte so gut gepasst. Oder war hier schon eine? Weil sie markieren halt oft Sehenswürdigkeiten oder Artefakte, die rumliegen. Aber ein Plingen höre ich jetzt gerade hier auch nicht. Außerhalb sind die Seiten ja wenigstens noch markiert, aber ich glaube, hier in Hogwarts werden die Seiten nicht auf dem Kompass markiert oder auf der Karte. Und ohne Pling. Ganz schwierig. So, hier war das Gewächshaus, richtig? Ist es das Gewächshaus? Ja, schlag mich nicht. Ich will nur vorbei. Aber es geht hier nicht rein. Das ist, glaube ich, das Gewächshaus, aber es geht nicht rein. Ist da gerade nicht. Ja, komm. Wir machen eine Aufnahmepause. Ich gucke mir die 3-4 Gebiete an und gucke, ob ich noch was finde, wo es sein könnte. Vielleicht, möglicherweise, unter Umständen. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich denke dran. Aber jetzt können wir schon wieder identifizieren. Wir haben neue Dinge. Und der eine Schal war noch neu. Sie sollen stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Schafspelz Wintermütze. Große Fortschritte gemacht. Das ist zweifellos richtig. Der Schal war neu. Den können wir noch nicht tragen. Gut hat sich das erledigt. Den können wir tragen. Ja. Den haben wir gerade an. Gut, der ist sogar stärker als der, den wir dann demnächst bekommen. Wir dann an damit. Ja, der passt farblich auch viel besser zu dem, was wir gerade anhaben. Das ist sehr gut. Dann können wir den gerade noch verbessern. Joink. Jupp. Und hoch damit. So. Und dann reicht's aber auch. Kriegen wir dich in die Kamera? Nee, das ist einfach überall hingucken. Bloß den Leuten nicht ins Gesicht gucken, ne? Ja, natürlich. Ja, ist ja gut. Er will wieder nicht. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen.